Scheiß Wetter haben wir heute. Hallo? E30 Turbo. Gockel! Was, E30? Ich mach mal nicht. Max, fahr. Max! Max! Gott, E30? Turbo! Mach mal das! Mach mal nicht. Den Bock, ne? Nein. Ein Scheiß. Zu viel Arbeit. Ja, ich hab einen Kochkarte, aber machen wir nicht. Nee. Na, ja, weil einfach Zeit für, ne? Tut mir leid. Also, gell? Mach's gut. Hallo? Warte mal. Gebrauchtes Golf 2 Lenkrad. Oh, warte mal. Meine Stimme. Ganz Tag telefoniert heute. Gockel! Was ist denn jetzt schon wieder? Was will denn der? Gebrauchtes Golf 2 Lenkrad. Lenkrad? Ja. Für ein 2er Golf? Ja. Was mit dir? Arnold! Geh mal her! Habe mir 2er Golf-Lenkrad gebraucht, dort zum Verkauf. Das runde Ding. Hammer. Brauchen wir aber selber. Ja, stimmt. Ja, was kann man selber irgendwo brauchen? Nö, das verkaufen wir jetzt nicht. Oder? Ja, das sag ich dann. Nö. Sag, das verkaufen wir nicht. Ja. Selber eBay gucken. Oder? Ja. Bist du noch da? Warte mal. Ja, er ist zwar da, aber der Chef will es nicht hergeben. Guck schon mal bei eBay, ne? Alles klar. Mach's besser, also. Gute. Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, und herzlich willkommen in einem Turbo-Gockel-Video. Wir sind wieder am Start und der Max ist auch wieder am Start. Guck mal daher. Nicht rasiert diesmal? Nee. Okay. Der steht hier wieder Bandmaxe. Ja, also so von der Länge bleibt er nur gekürzt wieder jetzt. Ja, das finde ich gut. So, Leute, bei uns geht's heute richtig ab. Heute geht's richtig zur Sache. Heute wird was geschafft und nicht hier rumgetrödelt. Ja, ihr habt ja gesehen, da war die Antriebswelle kaputt. Ich hätte jetzt gesagt, Justine, der holt einen Mann ab. Morgen. Freitag. Morgen ist Donnerstag, glaube ich, gell? Morgen ist Donnerstag. Justin muss jetzt wegfahren. Ja. Zu VW. Yes. Und holt Isolierband zum Kabelbäume wickeln. So, und dann hätte ich gesagt, du nimmst die Kiste und guckst, weil ich bin noch nicht gefahren, nachdem ich die Welle gewechselt habe. Ja, ja. Bin nicht mehr gefahren. Dann schnappst du dir die Kiste und fährst jetzt darüber und holst die Teile schnell ab. Und dann kann ich mit Maximus da den Kabelbaum alles fertig machen an der Karre. Ja, an dem hat der Arnold gestern auch schon weitergemacht, ne? Ja. Da geht's jetzt auch weiter. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Du schnappst jetzt die Kiste und fährst nach Buchen zu VW. Justin ist weg, der holt jetzt die Teile. Ich gehe jetzt raus auf den Prüfstand, schnall das Ding fest, hier den 18er T, den müssen wir auf jeden Fall mal durchziehen. Und am Flipflopper muss ich noch ein Kabel ziehen zum Scheibenwischer. Damit der Scheibenwischer funktioniert, da fehlt jetzt der komplette Kabelbau, beziehungsweise ist nur ein Stück Kabel zum Sicherungskasten vom Scheibenwischermotor.
sind also ein Kabelstrang mit vier Kabeln. Ja, aber ich mache jetzt mal den 18T. Den 18T ziehe ich mal durch. Ich will mal gucken, was der an Leistung hat, bevor wir die Emo da reinmachen. Um das vorher mal einfach mal so ein bisschen. Um jetzt einfach mal zu gucken, was der jetzt im Serienzustand mit dem Seriensteuergerät an Leistung drückt. Nicht, dass ich jetzt eine Emo reinmache und später stimme ich das Ding ab und der Kunde sagt, du, der ist vorher besser gelaufen. Ich möchte nur aus Sicherheit einfach nochmal testen, was die Kiste jetzt so, wie er ihn gebracht hat, an Leistung hat. Ist wieder da, Justin ist wieder da und ist wieder auf der Kamera. Hat alles geklappt da drüber, ja? Ja. Super, sehr super. Schön. So, ich habe die Kiste jetzt mal gemessen und das sieht scheiße aus. Das sieht richtig scheiße aus. Alter, Katastrophe. Was hat denn der zu uns gesagt? 190 PS oder was? Ja, 180, weil irgendwas im Motorschläger gechippt wäre. Und er läuft sonst ganz gut. Guck dir mal die Kurve an. Der geht hier hoch und da fällt er voll in den Keller. Da passt irgendwas vorne und hinten nicht. Er sagt, ob wir so gucken können, aber wenn ich mir das hier alles angucke, kannst du dich hier tot suchen. Ja. Ja. Und was machen wir da? Emo rein. Emo rein. Fertig aus Banane. Dann können wir das richtig machen. Ja, und das machen wir jetzt. Schnauze voll. Ich wollte ihn einfach nur mal messen, was der jetzt macht, weißt du? Vergleich von vorher zu nachher. Ja. Also, weiter geht's. Was machen wir jetzt? Erstmal Mittagspause, ne? Mittagspause. Holt du die Würste raus? Ja, die habe ich raus. Die, wie heißt dein Vater immer?
Nein, no, das sind Gewilzer Brotwurst. Gewilzer Brotwurst, ne? Nee, das sind Thüringer. Thüringer. Thüringer Würstle. Thüringer Bratwürstle. So, Leute, wir machen jetzt Mittag und essen mal Thüringer Würstle und schmeißen mal den Grill an. Wir holen mal die Grillkohle. Was ist mit dem los? Bist du tot oder was? Bist du gestorben? Ne? Hallo? Hallo? Ja, wollen wir mal gucken. Warte mal, das ist Grillkohle. Alter, wie das aussieht. Alter, da liegt überall keine Kappe. Du, bedankst dich bei dem. Die haben letztens geputzt, die Karre, am Samstag. Echt? Und jetzt schon? Ich schwöre, ich hab's ausgesaugt, alles. Ich hab sogar hier Glitzer. Wenn er uns mal anscheißt wieder, das Auto aussieht, wie es aussieht, sagen wir auch, haben wir gestern geputzt. Du kriegst aber irgendwie gleich dein Karma immer, gell, wenn du böse bist. Jetzt machen wir da mal sauber. Ja, mit aber viel Schneider, ne? Und jetzt sowas gesehen, heute. Dieser Hiegang. Oder Loch in der Hose. Dieser Wind. So, schön die Grillkohle, nein. Hast du schon Hunger? Ich hab Hunger, jawohl. Ja? Jawohl. Ja, muss was essen. Ja. Muss was wärst. Muss aus dir mal was wärst. Das ist Bier. Das ist wie ein Dings, die haben sie mal so als Becher. Mit Schokolade. Granatblech. Hast du Feuerzeug? Eisstecke? Ja, ja. Ist das Jackie? Nee, das ist kein Jackie. Mensch, ich den Jackie auf den Grill schütte. So, schön drauf. Alter, das müsst ihr jetzt bringen, ne? Ihr hättet mich verarschen können, Benzin rein tun können. Wow. Und ich brenne, oder Max brennt dann um. Da ist vorbei. Da ist vorbei. Da eigentlich noch drauf. Eine tote Maus oder was? Machen wir mal wieder. Das sind die Männer. Männer? Dann leck's ab. Hast die Brotwurst. Hast du nicht gelernt? Du darfst. Willst du das abschlecken? Ja, klar, ich will das abschlecken sofort. Das ist nicht schlimm. Ja, was soll denn da passieren? Ja, nix. Das wirst du morgen merken, wenn du auf dem Scheißhaus hockst, 3 Stunden. Nee, bei. Oder heute Mittag. Ja. Nee, was soll da passieren? Weißt du, manche trinken ja abgelaufene Milch. Ja, so wie mein Sohn gestern. Sollen wir das mal mit einfügen? Übrigens, Arnold hat gestern die Nüsse probiert. Ja, haben wir doch gefilmt. Gell? Hast du das gefilmt? Ja, das haben wir gefilmt. Oder haben wir das Blatt gemacht? Na, ich habe nichts Blatt gemacht. Das fügen wir mal kurz mit rein. Aber kau gleich mal drüber. Oh! Auf! Die waren heftig, ne? Vor allem, du hast schon eh Nüsse probiert. Ja. Nimmst du mal 5-6 Stück auf einmal? Normalerweise nimmst du ja die Handvoll und stopfst dir ein paar schon ins Maul. Und was wir noch mit einfüllen könnten, jetzt ist ja die Mittagspause für uns, für euch vielleicht auch, keine Ahnung, wie auch immer. Und zwar hat letztens hier ein Kunde angerufen, wegen meinem Gabriel, den Silberner, wo ich verkaufen wollte. Was ja schon weg ist. Der war ja dann schon weg. Und der Justin hat mit dem gesprochen und hat dir erlaubt, mal das aufzunehmen, ne? Ja, ich konnte nicht anders. Ja. Der hat mich 7 Mal angerufen. Vielleicht kriegen wir mit dem Ärger jetzt? Nee, glaub, nee. Der war völlig entspannt. Ja. Ne? Der war so richtig entspannt. Der war glücklich. Ja, ja, ja. Wie der Arnold hat gesagt, so wie der geredet hat, es hätte kein Schauspieler hingekriegt. Ja. Ne? Eventuell Klaus Kinski. Klaus Kinski? Der hätte es vielleicht eventuell liegen. Aber ein anderer. Ne? Leute, aber schaut es euch mal an. Das war also ein Megatyp, mega geil. Ne? Ich, was habe ich gelacht? War gerade zu Hause. Ne? Die Stelle. Also bis gleich. Ja, du warst, glaube ich, einer der Ersten. Ich habe jetzt, glaube ich, bestimmt schon 10, 15 Mal telefoniert. Okay. Also, Wahnsinn. Wahnsinn, was bei dir los ist wahrscheinlich, ne? Ja, ja, klar, natürlich. Okay. Ja, schade. Also, aber wenn ihr ein Golf 1 oder 2, egal, Cabrio habt, kannst du mich zurückrufen? Kannst du dir mal meine Nummer aufschreiben? Ja, das kann ich machen. Wenn ich aufgelegt habe, kann ich mir sie aufschreiben, weil dann sehe ich sie wieder. Ja. Ja. Okay. Ah, ich ärgere mich so. Ja. Ich hätte ihn haben können, ne? Ja, du hättest ihn haben können, wenn du das heute Morgen gesagt hättest. Du willst ihn haben, hättest ihn haben können. Nein, hör auf damit. Okay. Also gut, also hast du, schreib dir mal meine Nummer auf, bitte. Ja, Moment, warte.
Moment, mach ich. Moment. Ich hätte ihn haben können, ne? Ja, hättest du. Ja, ja. War der gut? Also hat der, ja. Also hat der TÜV gehabt noch? Ja, ja, klar. Alles, alles. Nein! Hör auf jetzt, bitte. Ja, da hat... Sag mal, Ralf, darf ich dich was fragen? Bitte. Hör auf, bitte. Ich, was, okay. Ralf, darf ich dich was fragen? Ja, bitte. Hast du getrunken? Natürlich. Echt, du hast getrunken? Oh, cool. Okay, Ralf, ich habe deine Nummer aufgeschrieben. Wenn wir mal was da haben, rufe ich dich an, okay? Okay, mach's gut, ne? Vielen Dank. Ja, kein Problem. Schönen Tag dir, bis dann. Ciao. Ja, ciao. Hat's geschmeckt? Ja. Ja, vor allem mit dem Ketchup hier, ne? Ja. Ist geil. Leute, wir haben... Haltbarkeit. Ja, wir haben schön Ketchup gegessen und dann guckt der Justin drauf. Ne, du hast geguckt. Oder Max? Justin hat geguckt. Und, wir haben festgestellt, ich weiß gar nicht, wie ich dazu kam, das war im Kühlschrank. 1.2020 abgelaufen. Du hast doch gesagt, du brauchst eine neue Küche. Aber der war gar nicht so schlecht. Ich fand den jetzt gar nicht so schlecht. Ja, der ist auch nicht kaputt, da ist so viel Zucker drin. Was ist denn mit dir? Ich? Ja. Ich bereite mich gerade seelisch und moralisch darauf vor, was wir vorhaben. Echt jetzt? Ja. Ja, jetzt warte mal ab, ob ich es überhaupt krieg. Ob ich es habe. Da musst du irgendwo anders hin, wir brauchen sowas. Und das willst du echt machen? Ja, Logo. Und der Arnold ist sicher? Da? Ja, natürlich. Ganz sicher. Ja. Du weißt, was dir blüht, ne? Ja, Spaß. Wir haben auf jeden Fall dummen Scheißdreck schon wieder vor, ne? Ja, aber es wird doch mal Zeit. Ja, aber wir haben heute richtig Bock drauf. Das Wetter passt. Ich glaube, das machen wir. Ich fahre jetzt nach Hause und hol was. Und wir werden es noch sehen. Ja, das mache ich jetzt mal. Wir hatten gerade einen Unfall des Todes hier. Wir hatten gerade, Leute, ich war jetzt erstmal zu Hause und habe was geholt. Wir zeigen es euch gleich. Und wir hatten gerade, also ich habe schon lange nicht mehr so gelacht. Ja. Ich habe schon lange nicht mehr so gelacht. Und zwar haben wir das hier geholt. Und der Arnold hat gesagt, gib mal her da, kein Problem, das mache ich. Wupps, ist er da gleich. Leider haben wir es nicht aufgenommen, wir hätten die Kamera nehmen sollen. Ja. Aber wir haben in der Werkstatt noch ein paar Kameras. Ich hoffe mal, wir können das da rausfiltern irgendwie. Ich guck mal. Aber das geht, glaube ich, erst ein paar Stunden später. Wir gucken. Ich hoffe, dass man das drauf hat. Weil es war so geil. Ich konnte nicht mehr. Ich konnte nicht mehr voller. Arnold, willst du das nochmal machen? Komm, eine Zugabe für die Zuschauer. Das funktioniert Kids wohl, das machen. Doch, das machst du genau nochmal. Aber es war fast ein Saldo rückwärts, gell? So. Mach mal. Was? Mach mal der Arnold noch. Das bist du gar nicht. Ne? Ja, der Arnold nachmachen kannst du. Ja, der Arnold nachmachen kann ich nicht. So, und damit machen wir jetzt mal so richtig Scheiße, oder? Jupp. Wir haben nämlich eine geile Idee. Wir nehmen das Ding. Und dann nehmen wir das Ding. Und schrauben das hier ab. Das sind meine alten Küchenstühle. Und schrauben das da drauf. Dazu kommen wir aber später. Nach dem Feierabend. Da tun wir mal ein bisschen waschen. Jetzt muss aber die Karre hier weg, Mark. Die muss hier raus. Das ist jetzt nicht möglich. Warum mal kommt denn der? Um halb. Gleich? Gleich. Ja, um halb. Nein, jetzt. Auf jeden Fall muss die Karre jetzt hier gleich raus. Mach mal da, steck mal da drauf. Und jetzt? Ja, mach mal auf. Und jetzt machen wir Plus da dran. So. Ja, was passiert da? Ach so. Dann macht's bum bum. Ja, Mann. Ja, geil, ne?
mal, Arnold! Ja? Hast du das Lenkrad da jetzt weggeschraubt? Ja, das brauchen wir doch noch, Arnold! Wie soll man jetzt lenken, wenn man... Brauchen, Justin! Nein! Bist du dir sicher, dass es das Lenkrad ist und nicht das andere Lenkrad? Wir haben zwei Passats. Der hat aber gesagt, von dem roten. Welcher roter? Ach, die sind beide rot. Der hat gesagt, wahrscheinlich von dem hier. Und was baust du da jetzt schon wieder raus? Die Blinker. Warum? Die haben doch Blinker. Das ist schon. Ja, und das Lenkrad auch. Aber die bloß nicht kaputt, die sind einmalig, ne? Die sind einmalig, gerade bei rauszubauen. Da ist doch Feder. Glaube ich. Ich glaube, da ist so eingehängte Feder irgendwo beim Passat. Bin jetzt aber nicht sicher. Die Plastik, das Plastik. Mann, der kommt mit seinem ganzen Kopf da rein, ey. Wir wollen nicht so einen Dickschädel wie du. Das ist polnische Kunst, ne? Alter, mag ich euch, was der Max gesagt hat. Ich gehe jetzt gleich fälschen und scheiße, in der Zeit kann ich meine Lampe haben. Ich brauche jetzt mal ein Licht. Es geht nicht ohne Licht. Wir hatten in dieser scheiß Firma mal 6 Sippelampe, die sind alle fort. Bist du ich weiß nicht, was der Aufpreis oder was, ich hab keine Ahnung. Ja, wir können die daheim abbrauchen. Alter, wie du mit deinem Gesicht da reinkommst, das ist ja brutal. Ja. Cool, der ist weg mit dem Kopf. Oh, der Kollege kommt. Ah, Kollege. Die geht doch. Alter, jetzt ist die alle oder was? Ja, wo ist denn jetzt deine? Das ist meine. Das ist meine, Arnold. Quatsch. Ja. Sag mal, sind wir zu blöd, im Passat den scheiß Blinker rauszumachen? Jetzt mach den Blinker raus. So, jetzt gehen wir mal rein. Der Kunde ist da mit dem, Dennis, sein Kumpel. Mit dem blauen Zweier. Das ist er. Der wollte mich umbringen. Echt? Der wollte mich umbringen. Echt? Ich schwör bei Gott. Ja? Ja, der will nicht, dass ich mehr lebe, dass ich hier bin. Also deswegen war auch nur ein Sitz drin, dass nur du fährst. Ja, ja. Ja. Du nimmst ihn jetzt mit, ja, und dann schraubst du mal weg. Ich spare Hausaufgabe. Ja, definitiv. Naja, ich bin ja nicht böse, alles gut. Alter, ich habe auch schon viel in meinem Leben vergessen. Nur Gott sei Dank hast du dem Dennis gesagt, dass der Clip fällt am Bremspedal. Das ist mir noch eingefallen, aber das mit der Schraube, da habe ich gar nicht mehr den rein gemacht habe, habe ich das erst gesehen, dass ohne Wäsch, dass das Gelenk nur so viel doof ist. Ja, ja. Gott sei Dank, ich wäre fortgefahren. Ja, ich spreche jetzt mit ihm noch ein bisschen und dann geht es hier weiter mit dem Skateboard, oder? Machen wir dann Skateboard? Schlimmer. Schlimmer? Schlimmer. Noch schlimmer? Ja. Geht's los? Echt? Geht's los? Was geht los? Sind gebaut. Echt? Ja. Ein Haus? Nein. Ach so. Ein Rennstuhl. Ah. Rennfeuerstuhl. Mit Düsenantrieb oder? Was? Düsenantrieb oder so? Nein. Okay. Verbrenner. Ah.
So Leute, wir sind bereit. Wir sind bereit. Es ist jetzt Feierabend und wir machen es jetzt, oder Justin? Ja. Bist du bereit? Ich bin bereit. Ja. Fischer. Was hast du da in der Hand? Sein Kostüm. Das ist nicht mein Kostüm, das ist mittlerweile mein Markenzeichen, würde ich sagen, oder? Eigentlich ja. Viele kennen mich als Bauer, Justin. Aber das ist auch für die Aerodynamik, dass ich schneller bin, dass ich weniger anhabe auf jeden Fall. Und dass es weh tut. Oh Gott. Also Leute, seid gespannt. Wir fahren jetzt erstmal auf den Acker und da geht's richtig den Berg runter. Dann werdet ihr schon sehen, was ihr mir da jetzt vorhabt. Ich bin gespannt. Ich bin ja gespannt. Also los geht's, komm. Du hast den Feuerstuhl rausgeholt. Ja. Jetzt geht's hier gleich ab. Da ist hier Maximus. Am Eisfuttern. Hast du deinen schon leer? Na klar, hab ich meinen leer. Alter. Und Justin ist wo in der Kapelle? Betet der oder was? Ja. Ah, okay. Und hier geht's gleich richtig ab, Leute. Ich fahre wahrscheinlich mit dem Bug ganz runter und dann gucken wir mal, wie wir die Kameras aufstellen und dann geht's hier ab. Bin gespannt. Kommt der nicht raus? Wo ist denn der? Bug ist auch dabei, Bug. Alles fit. Was denkt sich denn der Bauer jetzt gleich da? Ich weiß es nicht. So, Arno lacht schon, wisst ihr warum? Weil, Achtung, haltet euch fest, jetzt kommt. Mein Name ist Justin und das ist einfach nur krank. Sind Sie bereit? Ich muss mal zum Justin, der hat sich voll auf die Fresse gehauen. Ey, der hat sich richtig hochgeschaukelt, gell? Ja. Hätte ich oben mit gebremst schon ein bisschen. Ja. Hätte mich sowas von schnell hingehauen. Eieieiei. Boah, das ist was ganz anderes als beim Berg bei uns. Aber ich hab gut angepackt, oder? Mhm. Boah, ich hab voll. Ah, hier. Und Leute, was sagt ihr? Habt ihr ich hoffe, das hat man gesehen. Ich hoffe, dass man das richtig gesehen hat, weißt du? Ich weiß es nicht. Ich meine, auf der Kamera bestimmt. Die ist geflogen, die ist bis da reingeflogen. Echt jetzt? Ja, die ist vom Kopf geflogen. Hier auch. Justin, was ist passiert? Ja, aber warum? Warum hat es dich hingewichst? Das hat sich hochgeschaukelt. Das hat immer das mehr. Hat sich aufgeschaukelt? Ja. Aber ja. Ich habe dann irgendwann, ich habe ja oben ein bisschen bremsen müssen. Ja. Weil da waren so Schlaglöcher drin. Ne? Wäre ich da drüber gefahren, wäre ich wahrscheinlich stecken geblieben. Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt habe ich eine Geschwindigkeit, ja. Die kann ich halten. Ja, scheiße war es, es wird dann noch schneller. Das wurde immer schneller. Und dann hat es den hier gemacht. Also mit verbundenen Augen wird es nichts mehr, oder? Nee. Das ist assi. Ja, weil wir haben die Idee gehabt, wir verbinden dem Justin die Augen. Aber dann hast du das überhaupt nicht mehr unter Kontrolle. Nee, dann stell dir mal vor, du machst da rein und machst den Kopf irgendwo dagegen. Und da ist vielleicht noch ein Stein oder irgendwas, ja. Das geht nicht. Ja, das ist zu gefährlich. Das ist zu gefährlich. Ja, dann hätte ich gesagt, wir backen wieder zusammen, ne? Ja, ich will hier wieder raus. Oh, da kommt der Max. Thank you.
Justin, gehst du jetzt umziehen? Ja, aber Max hat die Klamotte versteckt. Sagst du, hast du versteckt. Was? Der Mann ist wieder versteckt. Was? Du hast die Klamotten versteckt. Ich hab deine Klamotten. Egal, dann fahr ich so nach Hause. Ja, das war den Justin jetzt so peinlich. Jetzt laufen die da hoch und da stehen da irgendwelche Leute, ne? Ja. Muss auch mal sein. Und Justin hat keine Klamotten. Und der Justin hat... Wo sind jetzt die Klamotten von Justin? Wo sind das? Hast du die jetzt gar nicht? Nein. Ja, wo sind du die? Du hast sie weg, Alter. Was meinst du, warum ich weg war? Aber guck dir mal, der Justin fährt jetzt so ein Auto. Gehst du zu den Nackauf rein? Nee. Was lustig wäre, wir wollen uns das so anhalten. Alter, ja. Arnold, wie lange willst du das, so, das Ding noch heben? Ja, das ist Training! Also, fahr mal zurück. Ja. In die Halle, oder? Ja. So, okay. Also, Jungs, Mädels, geht's zurück in die Halle. Ich bin mit dem Arnold noch ein bisschen am Schrauben. Wir haben jetzt. Wie viel haben wir? Kurz vor 7, ich gehe jetzt gleich zu Marina. Arnold ist an seinem Einzahn dran. Schaut mal, was er für ein schöner Einzahn hat übrigens. Ein schöner. Was ist das, Arnold? 77er, gell? Ja, 77. Original. Ja, und da haben wir jetzt ein Sportfahrwerk, Koni-Fahrwerk, 40 mm tiefer oder was reingeschraubt. Und jetzt geht's ab nach Hause. Also Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Justin hat es auf jeden Fall richtig Spaß gemacht. Wir tun jetzt alle Knochen weh, dann weil der uns richtig auf die Kusche gehauen. Ja, das war bei mir aber, wo es mich Arnold mit dem Fahrrad auf die Fresse gehauen hat. Erst eine halbe Stunde später hat es richtig weh getan, gell? Vorher habe ich das gerade gemerkt. Ja. Ah, ja. Also, Leute, wir verabschieden uns und sehen uns im nächsten Video. Ich glaube, das nächste Video, wenn morgen alles klappt, wird das Video der Videos des Ultra-Mega-Mega-Video. Weil morgen kriegen wir ein Auto, Leute. Ich habe das live noch nie gefahren, gesehen, aus dem Weiten so ein bisschen. Aber in der Werkstatt noch nie gehabt. Und ja, das ist... Wie sagt man? Endstufe. Das ist Golf 2 Endstufe. Ja, also Leute, wenn es kommt, habt ihr auf jeden Fall definitiv was zu gucken. Und ich persönlich auch. Und ich schneide euch auf jeden Fall ein richtig geiles Video zusammen. Also, ich hau jetzt ab mit dem Arnold. Arnold, du möchtest jetzt auch Feierabend, ne? Jetzt machen wir Feierabend. Jetzt machen wir Feierabend. Also, bis zum nächsten Video, Leute. Macht's gut. Ciao. Ciao.